Sehr zerfahren, beide ein bisschen unsicher. Erstes Pflichtspiel für beide. Oberliga, Aufsteiger Wedel. Haben sich gut verstärkt, haben gut was gemacht, fand ich. Was uns natürlich ein bisschen was auch in die Karten nicht spielen konnte, war einfach, dass wir nach 30 Minuten halt nur noch zu 10 waren. Mussten halt dann umstellen. Haben natürlich dann nur noch kämpferisch und versucht, das technisch oder spielerisch zu lösen. War nicht ganz einfach mehr. Ja, aber sonst sehr zufrieden alle jetzt. Nächste Runde. Spielerisch gesehen will ich jetzt nicht sagen, HR war die bessere Mannschaft, das ist schon mal ganz klar. Sicherlich mit 10 Mann müssen sie erstmal Kräfte sammeln und können und sollten auch nicht viel riskieren. Das ist auch wieder die eine Geschichte, nur wenn man so bedingt die Torchancen, die wir hier hatten in der zweiten Halbzeit mit Marc Hinze, mit Erik oder Markus Richter, wo der Torwart Blenden gehalten hat, das muss man sagen. Gerade die Aktion von Marc Hinze, wo er dann mit dem Flugkopfball und der Torwart mit Handballmanier den Ball hält, das hätte eigentlich theoretisch dann auch mal das 2-1 sein können. War es eben nicht. Und dann machen wir zwei individuelle Fehler im Spiel, das muss man so sagen. In der ersten Halbzeit, so wie jetzt in der zweiten Halbzeit, und prompt kriegen wir das 2-1.